Mike, mein Name. Ich bin im Vorstand des Verbundes offener Werkstätten. Das ist eine Vereinigung für FabLabs, Makerspaces, offene Werkstätten, Repair-Cafés. Wir haben aktuell etwa 100 Mitglieder in ganz Deutschland und begleiten seit einiger Zeit Forschungsprojekte. Und aus dem Forschungsprojekt heraus entstanden ist dieses Projekt CoWiki, Praxiswissen zum Selbermachen. Normalerweise wird das von Matthias Röder bearbeitet. Der konnte heute leider nicht, deswegen springe ich hier ein. Und ja, wenn es Fragen gibt, einfach Hand hoch und dazwischen rufen, kein Problem. Ansonsten noch gern danach. Also, offene Werkstatt, das könnte man als Oberbegriff nehmen. Also, egal ob das jetzt FabLab, Makerspace oder was man dran schreiben will. Wir können eigentlich sagen, es ist immer eine Art offene Werkstatt. Es gibt also verschiedenste Formen, wie so ein gemeinsames Arbeiten, das Reparieren, Erproben, Produzieren an einem Ort erfolgen kann. Also mal so mehr die Hightech-Schiene, mal so mehr ein Repair-Café-artiger Charakter oder vielleicht auch nur eine Fahrradwerkstatt. Aber grundsätzlich sind das alles für uns zumindest offene Werkstätten, die immer wieder ähnliche Probleme oder ähnliche Fragen haben. Wir hatten letztes Jahr im November einen Workshop zum Jahrestreffen in Hamburg und da kommen wieder dieselben Fragen hoch, denen wir auch immer seit Jahren schon immer wieder begegnen. Das ist also, wie findet man Raum für eine offene Werkstatt? Welche Regeln sind sinnvoll? Wie kommen Kreative mit Technikern zusammen klar? Oder das sind ja verschiedene kulturelle Welten, die da aufeinanderprallen. Wer übernimmt Verantwortung für welche Bereiche? Wer räumt den Müll weg? Wer nicht? Wie macht ihr das? Es ist ein bisschen, ja, hat ja manchmal doch so einen WG-Charakter. Wie finanziert sich der ganze Spaß? Nicht alle offenen Werkstätten haben einen großen Sponsor oder die Chance, an der Uni irgendwo angesiedelt zu sein und dort, durchfinanziert zu sein. Was ist immer wieder ein Kern des Themas? Sicherheit und Haftung. Wenn wir Leute an Maschinen, an Technik lassen, was passiert da? Das sind so Fragen, die immer wieder auftauchen, die auch immer wieder bei uns als Verbund landen, wenn Leute kommen und sich so eine neue offene Werkstatt irgendwo aufmachen wollen. So, dann hat sich der Matti rangemacht, hat das Ganze mal untersucht und hat überlegt, wie könnte man denn das besser organisieren, dass dieses Wissen, was in einzelnen Werkstätten dazu entsteht, denn so mal irgendwie wieder zurück in die Werkstätten kommt, aber gestreut wird. Also es gibt halt sehr viele verschiedene Arten von Werkstätten, die sind doch immer alle anders organisiert. Das macht auch einen Unterschied, ob es ein Verein ist, ob es an einer Hochschule angebunden ist oder ob es als Firma betrieben wird. Also die Lösungen und Antworten sind genauso bunt wie die Werkstattlandschaft selbst auch. Um da jetzt einen möglichst simplen Ansatz zu finden, wie man das trotz, dass es alles so breit und verschieden ist, lösen könnte, hat er sich das ausgedacht, eine CoWiki zu kreieren. Also das ist Wiki. Das wird demnächst auf der Verbundswebseite zu stehen kommen. Das ist also eine Webplattform unter offenewerkstätten.org soll das ab Herbst zu finden sein. Und dort gibt es quasi eine Sammlung von verschiedensten Geschichten, die halt aus Zutaten, Rezepten und Sammlungen bestehen, wo die man durchsuchen kann, wo dieses ganze Wissen, was in den Werkstätten existiert, gesammelt werden soll, um dann abrufbar zu sein für existierende Werkstätten, aber auch für neue, für Leute, die sich dafür interessieren und irgendwas machen wollen. Das Ganze unterteilt sich, wie gesagt, in diese drei Bereiche: Zutaten, Rezepte und Sammlungen. Und da gehe ich jetzt gleich drauf ein, wie das funktioniert. Es ist kein Wiki, auch wenn man das so denken könnte, im klassischen Sinne, weil wir wollen ja alle was machen und kaum jemand hat Lust, irgendwas großartig aufwendig zu dokumentieren. Daran klemmt es in vielen Werkstätten. Also haben wir gedacht, okay, man fängt an mit einer einfachen Zutat. Das kann ein Satz sein, das kann ein Foto sein, zwei, drei Fotos. Sehr simpel über eine Plattform hochzuladen. Soll das dort sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das und das gemacht. Ich habe ein Dokument hier, das könnte spannend sein. Ich schreibe dazu zwei Sätze, lade das in die Plattform hoch und das bildet quasi eine Art Zutat. Das kann eine Präsentation sein oder auch ein Antrag, irgendwelche AGBs, die irgendwer entworfen hat. Und das soll dort erstmal so als Zutat, wie gesagt, eingestellt werden und auf dieser Plattform landen. Aus diesen Zutaten können sich dann von verschiedenen Werkstätten, wer da was nutzt, kann das nehmen und kann das zu Rezepten zusammenstellen. Sagen, ich habe das genommen und das genommen, beschreibt das vielleicht noch ein bisschen, um es als Gesamtpaket wie in einem Rezeptbuch eigentlich dann zugänglich zu machen. Also zu sagen, okay, wir haben halt von dem die AGBs, von dort die Sicherheitseinweisung und dort noch eine Anleitung und damit hätte man jetzt Rezept 3D-Drucker zugänglich machen, simpel erklärt.
oder auch für eine Holzwerkstatt zum Beispiel Sicherheitseinleitungen, noch 2, 3 Anleitungen, die man nehmen kann. So könnte man sich das vorstellen, wie man aus einzelnen Bausteinen, die aus den einzelnen Werkstätten kommen, solche Rezepte zusammengestellt werden. Und diese Rezepte wiederum, die kann man dann wie in einem Kochbuch zu einer Sammlung zusammenbauen. Da sagt man halt, okay, das ist jetzt von mir aus was für eine handwerklich organisierte Werkstatt, wo man so Bereiche hat, von mir aus Holz, oder man macht aus von der Holzwerkstatt Sägen, Feilen, Bohren und baut da aus diesen ganzen Rezepten wiederum durchstöberbare Sammlungen, wo sich die Leute dann strukturiert einlesen können und ähnliche Rezepte zusammenstellen, sodass man dort in dem ganzen vielen Material den Überblick nicht verliert. Das ist so die Idee. So, jetzt stellt man sich die Frage, wie kommt denn das Ganze eigentlich auf die Plattform? Weil wenn wir jetzt einfach mal rumrufen zwischen allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern, es gibt in ganz Deutschland etwa 3000 sogenannte offene Werkstätten, wird wahrscheinlich relativ wenig passieren, wie das so oft ist. Wenn man einfach eine Plattform ins Internet stellt, sagt, hier, wir sind da, ladet mal rein, dann klappt das meistens relativ schlecht. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine kleine Tour. Diese Tour wird verschiedene offene Werkstätten in verschiedenen, ich sage jetzt mal, Zuständen ansteuern. Da gibt es Werkstätten, die sind schon relativ etabliert. Es gibt offene Werkstätten, die sind kommerziell orientiert. Es gibt welche, die sind vereinsorientiert. Manche sind ganz frisch. Und an diesen Orten sollen sogenannte Co-Produktionen stattfinden. Noch in diesem Jahr. Um dort das Wissen zusammenzutragen, was die da haben, und gleich vor Ort in dieses Co-Wiki einzuspeisen. Der Plan sieht etwa so aus. Also, es gibt vom Verbund organisiert auch sogenannte Regionaltreffen. Die sollen gleichzeitig stattfinden. Da gibt es dann gleich noch so Workshop-Formate dazu, wo man sich austauscht, wo man nicht nur das Wissen in der Werkstatt einpflegt. Es ist angedacht, dass auch Leute aus anderen Werkstätten dazukommen können. Wer Mitglied im Verbund offener Werkstätten ist, kriegt dann auch einen Reisekostenzuschuss. Also Leute, die oder jemand, der eine neue Werkstatt gründen will, da gibt es auch Möglichkeiten, das zu unterstützen, dass man halt zu den entsprechenden Orten hinfahren kann, sich dort das vor Ort anschaut, mit anderen Leuten zusammen diese Rezepte zusammenbaut, die Zutaten einpflegt, was man so an Wissen hat. Und so soll jetzt im nächsten, ich sage jetzt mal, Dreivierteljahr das Co-Wiki mit Leben gefüllt werden und erste Inhalte eingestellt werden, die dann halt für alle nutzbar sind. Also das ist der Plan. Also man sieht, wir verteilen das Ganze über ganz Deutschland. Wir kommen auch wieder nach München. Habe ich vorhin gerade mit dem Phil noch ausgemacht, dass das klar geht, dass wir im August zum Beispiel beim Makerspace was machen. Und wir hoffen damit, eine Sammlung zu bauen, die halt wirklich allen Werkstätten mal dieses Wissen, was überall verstreut ist, sehr schön zusammenbringt, simpel durchsuchbar ist, wo es nicht so aufwendig ist, wie in einer Wikipedia oder so irgendwelche Inhalte zu erstellen, sodass es halt einfach zu nutzen ist. Wir sind für Anregungen auch immer noch zu haben. Wer da Ideen hat, was man noch machen kann oder was rein müsste oder wer sich da einbringen will, der kann auch gerne Bescheid sagen. Dann kann er auch eingeladen werden, dann sagt man nochmal Bescheid, wenn die Termine nochmal irgendwie umfallen sollten oder sowas. Ja, dann kann ich nur einladen, da teilzunehmen und die offene Werkstattwelt mit Leben zu füllen und das Wissen zu bündeln und gemeinsam sind wir stärker, halt auch noch für mehr offene Werkstätten zu sorgen, indem wir dort die Eintrittshürde niedriger setzen, weil einiges Wissen einfach schon da ist. Ja, dann bin ich jetzt für Fragen zu haben. Vielen Dank, jetzt habe ich es wieder. Gibt es Fragen? Die ganzen Fragen, die werden sich ergeben an diesen Terminen, weil es ist eigentlich gemacht für Leute, die Fragen haben, die etwas gründen wollen und nicht wissen, wie. Genau. Einige der typischen Dinge wurden schon angesprochen. Wie erreicht ihr jetzt, also ich möchte jetzt mal so mein eigenes FabLab gründen und dann komme ich zu diesem Treffen und dann sagt ihr mir, wie viel Geld ich brauche, welchen Raum ich brauche oder wie geht es dann konkret vonstatten? Es werden auf jeden Fall Leute da sein aus den jetzt schon vorhandenen FabLabs oder Makerspaces, die wir versuchen aus dem jeweiligen Umkreis dieser Orte zusammenzuziehen, die dort ihr Wissen erstmal zusammenstellen und in diese Plattform reinbauen.
Zu den Regionaltreffen kann es dann auch Workshops geben, wo dann halt auch neue Leute, sage ich jetzt mal, gleich schon wieder das Wissen aufsaugen können. Das kann man natürlich aber auch zu den anderen machen. Also das entsteht ja erst Stück für Stück. Also es wird nicht gleich am Anfang eine komplette Rezeptdatenbank geben, die man gleich nehmen kann, aber auf jeden Fall soll da ein Austausch stattfinden. Wobei, das wäre eigentlich noch schön, ein Merkblatt. Ich baue dir dein eigenes FabLab, mach dein Ding. Naja, die Welt ist sehr unterschiedlich. Es fängt ja schon damit an, ist es ein Verein, soll es als Firma oder als GmbH oder so gelaufen. Das sind schon ganz viele unterschiedliche Parameter. Und ob das immer, es hat ja auch jeder seine individuelle Färbung. Der eine will das so machen, der andere will das so machen. Von daher werden sich nicht, also ich muss das Blinzenrezept ja von Oma auch nicht so übernehmen. Ich kann das ja auch tunen. Und darum geht es eigentlich, dass ich Sachen aufsauge, nehme, anpasse und mir dann an meine Sachen anpasse und das aber auch wieder vielleicht zurückspiele, weil der Nächste dann damit auch wieder spielen will. Okay, gibt es aus dem Publikum noch Fragen? Wenn nicht, sind wir viel schneller durch, als wir dran. Was sind denn 1, 2 ganz typische Fragen und auch gute Antworten? Das sage ich mal so, Finanzierung ist immer so eine große Frage. Die gute Antwort ist, da gibt es keine gute Antwort. Sponsoren? Das ist halt, finde ich, eine kritische Anzahl an Mitmachern, würde ich sagen. Also es gab mal in der FabLab-Szene so einen Spruch, wenn du 6 Leute hast, find noch 6, dass du das nicht allein machen musst, um dann den ganzen organisatorischen Kram nicht nur auf 2, 3 Schultern verteilt werden. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, das könnte helfen. Bitte? Genau. Wie sind denn bisher eure Erfahrungen mit Knowledge Management in diesem Wiki? Also wie regiert das Chaos oder wie? Also Wiki, was ist da bisher gelaufen? Bisher noch gar nichts. Die Plattform ist noch in der Programmierung. Die wird erst quasi online gestellt und wird dann innerhalb dieser Workshops erst befüllt. Also das ist brandneu. Okay. Da. Tom, du hast eine Anmerkung oder eine Frage? Ich habe gar keine Fragen. Ich habe eigentlich eine Antwort darauf. Was sind eine der wichtigsten Fragen, die immer gestellt wird? Also ich bin selber Mitglied des Verbunds offener Werkstätten, bin da sowas wie Beisitzer. Zum Beispiel hat der Verbund offener Werkstätten eine Haftpflichtversicherung ermöglicht, die all das abdeckt, was in einem FabLab, einem Makerspace, einer offenen Werkstatt eigentlich so passiert und an Gefahren und an Risikopotenzial da ist. Und die ist konkurrenzlos, was den Umfang angeht und auch was den Preis angeht, weil es eine Verbandsversicherung ist. Das heißt, selbst eine körperschaftslose Initiative, also ein paar Hanseln, die sagen, hey, das machen wir jetzt, die können über den Verbund offener Werkstätten in diese Versicherung reinkommen und können erstmal sich diesen großen Stachel, ja, aber was ist, wenn das passiert, dann bin ich ja persönlich verantwortlich und so weiter. Diesen großen Stachel und diese große Frage, die kann man da einfach mal beantworten, zum Beispiel. Guter Punkt, den hätte ich fast vergessen. Wie sieht es von den Erfahrungen aus? Wie oft brauche ich so eine Haftpflicht? Also nicht, dass ich sie, also wie oft passieren Unfälle durch, weil man hat ja den Eindruck, die Leute sind eigenverantwortlich, sie befassen sich damit. Wie oft passiert dann tatsächlich was? Ist das, ja. Tom, haben wir von der Versicherung irgendeine Rückmeldung dazu? Also das ist eine Versicherung, ist eine Haftpflichtversicherung. Also immer dann, wenn die Initiative, die Leute da irgendwie schuldhaft handeln, dann wird es zum Versicherungsfall. Und bisher waren es immer nur Marginalschäden, eigentlich Objekte. Also zum Beispiel beim reparierten Handy vom Marginalschaden zum Vollschaden. Es ist in der ganzen Zeit, wie lange gibt es offene Werkstätten? Seit über 30 Jahren. Es gab noch keinen Todesfall oder grobe Verletzungen. Jedes Jahr sterben 10.000 Menschen im Haushalt. Durch Föhn falsch bedienen oder vom Hocker fallen. Ist viel gefährlicher, also zu Hause zu sein, geht lieber in die offene Werkstatt. Das ist viel sicherer. Ja, okay. Nee, das ist das, was ich meine. Deswegen ist wahrscheinlich die Haftpflicht auch so preiswert. Deswegen ist die Haftpflicht vielleicht dann auch so preiswert. Ich merke es jetzt beim Repair-Café. Die Leute unterschreiben ja einen Haftungsausschluss bei uns jedenfalls in Stuttgart. Und damit sind sie auch selbst, sie sehen, was damit passiert. Wir sind ja nicht der Service, der irgendwie ihnen was macht, sondern wir sagen, hier, die Schraube aufmachen, da nicht hinfassen und so Sachen. Am Ende ist das trotzdem ihre Verantwortung. Wir nehmen nicht die Verantwortung davon.
Entschuldigung, wenn ich da mich jetzt schon wieder einklinke, aber das ist mein Bereich, da diese blöde Haftpflicht. Sowas wie einen Haftungsausschluss gibt es nicht im deutschen Recht. Es gibt eine Haftungsbeschränkung. Man kann das auf groben Vorsatz zum Beispiel beschränken. Aber ein Haftungsausschluss, wer das versucht, also sich von den Besuchern beim Repair-Café zum Beispiel unterschreiben lässt, dass jedwede Verantwortung quasi abgegeben wird, der macht sich nicht strafbar. Aber sollte es zu einem Schaden kommen, dann ist das der Grund, warum auf jeden Fall die Initiative zu 100% zur Verantwortung gezogen wird. Das ist so ein kleiner rechtlicher Kniff. Deswegen ist es aber trotzdem sinnvoll, sich solche Zettel unterschreiben zu lassen oder in der offenen Werkstatt AGBs auszuhängen und aufzuklären, dass man hier eigenverantwortlich tätig ist, dass es hier nicht mal nach Zahlen ist und keine Schule und pädagogisches Aufsichtspersonal da ist, sondern dass es eine Eigenverantwortung ist. Einfach um die Besucher, Mitmacher, Akteure, Mitglieder und Nutzer zu sensibilisieren dafür, was hier passiert. Aber es ist kein rechtssicheres Dokument, wenn man sagt, hier Haftungsausschluss. Okay, wenn wir jetzt einfach nur ein paar Hanseln sind, ohne Verein oder irgendetwas, wem will man denn haftbar machen? Im Zweifel die privat, also dann haftet man privat. Naja, aber ich repariere das Teil ja nicht selber. Ich zeige ihm, wie es geht. Ja, ich sage, das könnte hier funktionieren oder wir surfen gemeinsam auf YouTube nach irgendeiner Idee, wo es was tun könnte. Das ist ja einfach nur ein Fingerzeig. Ja? Am Ende ist es die Verantwortung von demjenigen, der das in die Hand nimmt. Ja, aber es kann immer Streit und Ärger geben und im Zweifel hat man dann halt diese Versicherung und dann ist man erstmal abgesichert und dann kann der Rest anders geklärt werden und gut. So, einfach mal jetzt. Okay, also sicherer sterben in den offenen Werkstätten als Abschluss. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich auch so spontan, dass du so spontan eingesprungen bist, Mike.